So, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Wird es ja in Richtung Friedhof gehen wahrscheinlich. Ja, ich bin an das Turmwand. An das Wunderkind. Hallo, es tut mir leid, dass deine Mutter Lady Comstock tot ist. Ich glaube, sie war viel besser als meine. Da du hier wohnst, kannst du mir sagen, wieso der Turm geschlossen wurde? Erst hieß es wegen schlechtem Wetter, dann wegen der Pocken, dann weil es da spukt. Wenn es ein Geheimnis ist, verspreche ich, dass ich es niemandem verrate. Deine Brieffreundin Constance. Ja, es hatte wohl leicht andere Gründe. Wer war jemand ein wenig überfürsorglich? So, brauchen wir irgendwas? Jetzt. Das klingt schon mal ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall ein Must-Have. Erhöht die Schilddauer und verringert die Salzkosten. Das klingt sehr gut. Und Absenderhilfe nehmen wir auch mit. Verleiht die Fähigkeit, auf dich gerichtete Munition zu absorbieren und einzusammeln. So, so. Explosivschaden. Für diesen Push wahrscheinlich auch ziemlich lustig. Ja, auch Betäubung erhöhen. Klingt auch Sinn. So, für den ganzen Rest haben wir eh nicht mehr genug Geld. Ich hab Geld gefunden. Oh, ja. Hier, ich hab Geld gefunden. Sehr schön. Bedarf? Die verentlampten Geliebten. Ich? Ah, Schadensboost 2, sehr schön. Das cool. Wurde jetzt eh schon unheimlich viel Schaden macht. Die hier alle für Namen haben. Feuernagel, Schießeisen. Oh Mann. So. Das hier Ammo wäre vielleicht noch ganz nett. Ach nee, ich hab ja 70. 95, ja. Ich verwehr mich doch nicht über das Spiel. Brennen die Brücken. Müssen wahrscheinlich hin. Wo müssen wir hin? Wir sind einfach noch hergekommen, oder? Nee. Friedhof, das sind die Memorial Gardens, denke ich mal. So, Schatz, bin ich wahrscheinlich da hinten lang, oder? Ja,
vorläufst, scheint das richtig zu sein. Okay, von hier sind wir noch gekommen. Das ist der Friedhof, wo meine Mutter liegt. Ach so, genau. Wir kommen von da unten. Jetzt wollen wir hier rein. Wo willst du hin? Komm. Wonach suchen wir? Oh, das freut mich jetzt schon wieder. Da ist es. Wenn ich hier schon Schrotflinten beamen kann, dann wird das hier gleich bestimmt sehr lustig. Oh, hier ist überall was. Hier liegen Waffen. Okay. Ja, das sollten wir uns alles mal aufnehmen. Wahrscheinlich kommen jetzt Zombies aus den Gräbern oder irgendwas. Würde mich hier wirklich nicht wundern. Okay. Gatling hier an. Der Gründer lügt. In den anderen wird wahrscheinlich auch noch Gesundheit drin sein. Müssen wir alles mal liegen. Brauchen wir wahrscheinlich. Eben ziemlich viele Leichen rum, dafür, dass das hier, also über der Erde, dafür, dass das ein Friedhof ist. Was? Grab für die Lutest-Zwillinge. Na, da hat wohl niemand was geplant. Boah, du siehst ja fies aus. Okay, dann schauen wir doch mal. Das scheint doch das Grab zu sein, wo wir hinwollen. In Ordnung. Genau, das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock-Haus rein. Sie ist deine Mutter? Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Elizabeth. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Oh oh. Wow! Ich. Oh mein Gott! Elizabeth, alles in Ordnung? Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand! Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Okay, dann werden wir jetzt zum Ghostbuster. Der Something Strange in Columbia. Who you gonna call? Oh, 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 oh.
Okay. Master. Was ist sie? Ich weiß echt nicht. Was bin ich? Mein Gott. Ja, die zwei schon wieder. Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da! Fußspuren. Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock House zu öffnen. Na, dann meint er ja. Schade, dass Sie sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Hm. Oh, sarkastisch. Irgendetwas okay, stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Okay, na, die werden uns wahrscheinlich irgendwie nicht reinlassen wollen. Ich habe nichts. Bedarf? Thank you. Und da versteckt sich doch einer. Die Tür auf und zu gegangen. Okay, jetzt ist das Gitter hier weg. Guckst du dir das mal an? Du hast ein Schloss aufzuknacken? Sieht einfach aus. Bitte sehr. Thank you. Das sieht hochtechnisch aus. Ein Riss. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Ja, tu's bitte. Hallo? Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Madame Lutez? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts. Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Wir hören es uns gerade nochmal an.
Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Okay, also haben sie Elizabeth aus einer anderen Realität geholt, so wie das klingt. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie: Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Da tut mir ja fast leid. Das ist ein Bett, Elizabeth. Und das hätte ich fast übersehen. Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie: Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen. Und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Das wäre dann wohl ich. Oh, jetzt hab ich gerade kurz erschrocken. Fußspuren gingen auf Feld. Gesperrt. Bin dabei. Wir haben es ja nicht eilig. So. Apfel in der Schachtel Schokolade. Okay. Oh, was haben wir denn da? Munitionskapazität. Beim Schießen haben leere Clips eine 40%ige Chance auf automatisches Füllen, ohne nachzuladen. Wir müssen da eh mal durchgehen wieder, wenn ich vielleicht was Besseres ausrüsten kann als das, was wir im Moment haben. Wieder so viel Zeug gesammelt. So, jetzt will ich noch kurz zu den Fußspuren. Die jetzt verschwunden sind. Okay, ne, die einen gingen wieder hoch, da kommen wir auch nur hinten rum.